Jo, damit sage ich mal wieder herzlich willkommen zu Conan Exiles. Mit vielen neuen Plänen. Mit vielen neuen Dingen, die es zu tun gibt. Und das erste auf meiner Liste heute ist, eine Tür zu bauen. Und dann geht's auch schon los. Ich habe so viel vor. Ich habe mir so viel aufgeschrieben, was zu tun ist. Aber erstmal eine Tür. Eine Tür. Ohne Tür gehe ich nicht raus. So, wir brauchen die schwere verstärkte Tür. Geformtes Holz und 3 Stahlverstärkungen. Das sollte ein leichtes sein. So, pass mal auf. Ich brauche 2 Türen. Da haben wir geformtes Holz. Dann keep on rolling, baby. You know what time it is. So, und dann geht's auch schon los mit 2 Türchen. Einmal, zweimal. Und dann kann der große Spaß auch schon beginnen. So. Einmal Tür. Damit wir hier ungestört unser Handwerk verrichten können. Ne? Das ist wichtig. So, Tür auf. Tür zu. Wunderbar. So wollte ich das schon seit langer Zeit haben. Endlich ist es soweit gewesen. Wir haben es geschafft. Wir haben eine Tür gebaut. Krass, oder? Ja. Ab sofort ist der Tag der offenen Tür vorbei. Du kommst hier nicht rein. Wir haben jetzt den besten Türsteher der Welt. Nämlich die Tür. So. Gut, das war's auch schon wieder. Dankeschön fürs Zuschauen, ne? Nein, geht natürlich noch weiter. Wir haben so viel zu tun. Wir haben so irre viel zu tun. So grandios viele Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe auf meine schlaue Liste. Und das wird auch ein großes Abenteuer geben heute, auf jeden Fall. Das gibt's sogar gleich. Nach der Werbeunterbrechung. Ich muss mal gucken, wo ich meine Pflanzenfasern eigentlich einlagere. Wo lagere ich die eigentlich ein? Oh, schaut euch das mal an. Schön, oder? Wo lagern wir Pflanzenfasern? Also, ich schmeiß die jetzt einfach mal hier rein. Ne, nicht hier zum Zerlegen. So, ich schmeiß die jetzt einfach mal hier rein. Ich muss mir, wie auch in Age of Calamities, muss ich mir so einen kleinen Schatzspeicher mal bauen. Hier macht es sogar tatsächlich Sinn, finde ich, weil bei Age of Calamities, ne, da haben wir ja, da ist es ja alles ein bisschen anders, aber hier, ich weiß nicht, bei Age of Calamities macht es irgendwie gar nicht so Sinn, dass wir einen Schatzspeicher haben. Aber hier finde ich es doch relativ wichtig, muss ich sagen. So, den gehärteten Stein schmeiße ich einfach mal auch rein. Und dann wollte ich mir eigentlich mal, bevor ich aufbreche, so ein bisschen die Waffen anschauen. Sind ja auch wichtig. Und da habe ich jetzt ein bisschen herum überlegt. Und ich würde gerne mal diese Großaxt ausprobieren, die es ja gibt. Diese Aderlasser Großaxt. Ich weiß nicht, was hier der... Ah, okay, okay, gut, das ist der Unterschied. Dazu braucht man einen langen Griff. Den haben wir hier. Lassen wir uns gleich mal von unserem stygischen Zimmermann 3 fertigen. So, einfach mal ausprobieren. Einfach mal testen. So, rein damit. Und dann nehmen wir mal diese Kriegsaxt. Oh, Großaxt. Entschuldigung. Großaxt. Sind ja neu, ne? Die Äxte, also diese Großäxte, die sind ja neu dazugekommen. Wenn mich nicht alles täuscht. Oder bin ich da jetzt falsch informiert? Bin mir jetzt gar nicht sicher, ehrlich gesagt. Wird sich gleich zeigen. In wenigen Sekunden nach der zweiten Werbeunterbrechung innerhalb von 5 Minuten. Nein, natürlich nicht. So. Gut, wo ist das feine Stück denn? Hallo? Ah, da. Dachte schon, wir hätten einen Bug. Das wäre nicht so toll gewesen. So. Schmeißen wir hier rein. Oh ja. Oh ja. Damit kann man auf jeden Fall ein paar Sachen abholzen. Oh ja. Wirbelangriff. Boom. Oh, traumhaft. Oh, schaut euch das an. Das ist ja fast wie ein Walzer der Hiebe. Ah, schön. Ich glaube, mit dieser Waffe können wir sehr viel Spaß haben. Sie ist ein bisschen langsam.
gefühlt. Aber nur. Gut, wollen wir natürlich noch kurz verstärken. Wollen wir natürlich verstärken und zwar mit einem Waffenschaden-Kit. Genau, hust, hust. So. Was, das Ding ist jetzt schon beschädigt? Wie ist das denn gegangen? Ach so, weil ich... Ja, ist ja gut. Weil ich zwischendrin mal versehentlich die Wand getroffen habe, ne? Deswegen. Ach ja. Kommt vor. Was denn? Nervensäge. So. Ach, toll ist das, oder? Mit so einer Tür? Mit so einer Tür läuft das gleich viel runder. Gut, die Überlegung war... Räusper, räusper. Die Überlegung war, auch noch ein bisschen Essen mitzunehmen. Denn ich möchte jetzt gleich zur Pagode der Lust gehen. Der unendlichen Lust. Nicht nur die normale Lust, das wäre ja langweilig. Nein, wir wollen natürlich die unendliche Lust besuchen. Und da möchte ich ein bisschen gucken, was da noch so ist. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob da überhaupt ein Rad steht. Ich hoffe, da steht eins. Sonst gehen wir jetzt den ganzen Weg umsonst. Das wäre ärgerlich. Das wäre sehr ärgerlich. So, gut, passt. Ich würde sagen, wackeln wir los zur Pagode. Wir nehmen unseren Heker mal wieder mit. Den alten Agro-Boy. Oh, ja. So nicht, aber so. So, Heka, alte Breze, folge mir. Wir haben alles dabei. Wir haben diese Fesseln, die reichen noch ein paar Jahre. Und ansonsten haben wir auch alles. Was hältst du von meiner Base? Super. So, auf geht's. Auf geht's, Dschungel. Dschungel, 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 Dschungel. Wir müssen nur den richtigen Dschungel erwischen. Ich glaube, das müsste der richtige Dschungel sein. Ich hoffe es. Ja, doch, das müsste... Sollte... Eventuell könnte... Ich guck nochmal. Sicherheitshalber. Aber nee, das passt schon. Das passt schon alles. Alles gut. Das ist schon der richtige Dschungel. Da wollen wir hin. So. Mal gucken, was die Pagode so zu bieten hat. Wir brauchen ja immer noch gutes Personal. Das ist ja immer noch ein wichtiges Anliegen. Wir brauchen hier auch einen... Heker? Wir brauchen hier auch einen Heker auf jeden Fall. Nee, eine Treppe oder einen Aufzug bräuchten wir hier auch mal. So wie wir das auch bei Age of Calamities haben. Das wäre eventuell eine ganz tolle Sache. So, jetzt muss ich mal schnell gucken. Wo war hier nochmal unser Kartenraum? Der war hier, oder? Oh, hallo. So, Wirbelattacke! Bäm! Oh ja. Das Ding gefällt mir sehr gut. Ja, Heka, hau weg das Vieh. Oh, ich glaube, ich habe meine neue Lieblingswaffe gefunden. Es ist dieses Teil hier. So, Heka, pass mal auf, mein Freund. Ich bin überlastet. Ist dir das schon aufgefallen? So. Ja. Ach ja, weil wir ja... Ist ja gut. Ist ja auch klar irgendwie, dass wir überlastet sind, wenn wir 900 Schleimsuppe dabei haben. Was ist denn das für eine Attacke? Eine super Wirbelattacke. Großaxt. Bäm! Ich nenne sie die Bams Fantastic Attacke. Was ich übrigens sehr, sehr interessant finde. Immer noch. Seltsam finde. Na, es wurden alle Pets gelöscht, die wir hatten. Die waren einfach futsch. Abgesehen von denen hier, die hier beim Kartenraum stehen. Das ist eine Sache, ich verstehe das nicht. Vielleicht macht mir das ja jemand
jemand der professionellen Conan Exiles Spieler, die das alle in der ESL oder so schon spielen, erklären. Ich verstehe das nicht. Also hier diese Steinnasen sind noch da, Wolverine ist noch da und natürlich auch Nasenbär. Nasenbär übrigens damit das älteste Pet. Ja? Interessanterweise. Also das kann ich nicht, das verstehe ich irgendwie nicht. Ich kapiere es nicht. Ich verstehe nicht, wieso... Komm, nimm du mal die Schleimsuppe. Ich verstehe nicht, wieso die hier nicht gelöscht wurden. Kann ich einfach nicht verstehen. Hat was von Slow Motion. Ach was, das ist eine super Attacke. Oh, diese Axt, die ist toll. Die macht echt Spaß. Die Großaxt. 10 von 10 würde ich weiterempfehlen. So, weiter geht's. Wir wollen zur Pagode. Wir wollen gar nicht lange herumlabern. Wir müssen jetzt irgendwie mal hier so in diese Richtung runter. Na, wo bleibt er denn? Da ist er ja. Der Hacker. So. Lalala. Ja, eigentlich müssen wir hier lang. Oh, halt dich bloß fest. Sonst hat sich's ausgegähnt. So, vorbei an unseren Affenfreunden. Ach, guck mal. Nee, da wollen wir nicht runter. Ich habe, glaube ich, keine Sandsturmmaske dabei. Das wäre jetzt nicht so gesund. Nicht, dass du in meiner zweiten Base auch alles umsortierst. Ach, wenn ich sie finde, würde ich da glatt hingehen und alles umsortieren. Das ist so ein Hobby von mir. Chaos anrichten. Tod, Zerstörung, Chaos, Morde, das ist mein Ding. Deswegen spiele ich dieses Spiel. So. Ach ja, wir könnten mal ein bisschen Wasser tanken. Wenn wir schon mal hier sind. Die Docks von Xella. Ein wunderschöner Ort, um Gold zu machen. Für mich jetzt leider Gottes nicht mehr ganz so interessant. So, und da oben ist die Pagode. Das heißt, wir haben da echt nur so ein kleiner Minisprung, ne? Den wir hier haben. Zur Pagode der unendlichen Lust. Das ist eigentlich echt genial. Da müssen wir wirklich nicht weit laufen. Nur das Hochkommen wird ein bisschen lästig, glaube ich. Ah, das kriegen wir auch hin. Bisschen kraxeln. Das passt schon. Na, gucken wir mal, wie es hier mit Personal aussieht. Ich weiß, da gab's. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Kämpferin oder Bogenschützin war. May? Irgendwie sowas hieß die. An die kann ich mich noch erinnern. Und hier konnte, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, auch ein named, der Keto Priest named Koch, was weiß ich alles named spawnen. Hallo? Ein Schmelzer, ja. Aua. Mach fertig. Ah, Freunde. Och, shit. Das ist die Schwäche dieser Axt, die ist zu langsam, aber sie trifft mehrere Feinde. Und wenn sie mal in Fahrt kommt, diese Axt, ne, dann gibt es Tod und Zerstörung. Also dann ist Schluss mit lustig. Dann wird gemetzelt. Das ist eine sehr schöne Axt. Ich glaube, da hat gerade jemand auf uns geschossen, oder? Ach nee, da kämpft einer. Hallo? Warum haust du nicht zurück? Oh. Wetten können jetzt noch angenommen werden. Heker, wir schauen zu. Da ist
mir ehrlich gesagt fast ein bisschen zu langweilig. Ja, war ein One-Hit-Wonder. Oh, Entschuldigung, Heka. Ah, das ist eine lustige Waffe. Nochmal ganz kurz durchwechseln hier. Mitra-Kreuzchen raus. Wir haben nicht mehr so viel Ambrosia. Und wenn wir tatsächlich irgendwann demnächst mal in den Vulkan wollen, dann sollten wir doch ein bisschen was noch sammeln. Da steht ein Rad. Ist das meins? Das ist jetzt die große Frage. Ist das mein Rad? Dreierkämpfer, ja. Boom. Ein bisschen was zu essen dabei. Schön, dass Bedino alles liebt. Tschüss. Das ist doch toll. So, ist das mein Rad? Ja, das ist meins. So, da sind Sklaven drin. May. Ach, wir haben May. Cool. Unten der Ketto-Priester. Cool. Hey, Heka, wir haben May. Unten der Ketto-Priester. Entschuldigung. So, sind die auch gezähmt? Ja, die sind eindeutig gezähmt. Lassen wir das Ding mal ablaufen und schmeißen gleich mal... Ja, ja. Und schmeißen gleich mal hier die Schleimsuppe rein. Und dann schauen wir, dass wir Heka wieder ausgerüstet bekommen. Mit Keule und Schild. Schauen wir mal, ob er das jetzt schafft. So. Mal gucken. So. Mal gucken, wir wissen ja nicht, was so da ist, ne? Wie das Angebot so ist. Hallo? Hallo, 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 hallo. Okay. So. Oh, die ist echt geil, die Axt. Oh, er zähmt. Heka zähmt. Sind wir mal an zwei. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, Heka, nochmals. Also neues Personal ist schwer zu bekommen hier, glaube ich. Zweier-Tänzer. Oh, gegen schnelle Gegner haben wir da echt Probleme, ne? Oh. Ey, wenn die dich mal in der Mangel haben, ne? Was macht er denn? Was ist jetzt? Was machst du, Heka? Also diese Dolchleute, die stochern auf dir herum und das keine Chance. Was macht der? Ist er blöd geworden oder so? Sag mal, geht's dir noch so halbwegs gut? Oh ja, das funktioniert hervorragend. Das ist ja super. Da brauche ich ja Heka gar nicht mehr umrüsten, weil ich die einfach so down bekomme. Das ist ja hervorragend. Mit der Axt. Also große Axt, ne? Wow. Absolutes Mega-Wowi. Haben wir den... Ach ne, der lebt noch. Da sieht man einer. Bisschen Golf spielen. Jetzt ist er tot. Er ist tot! Bombardina, er ist tot. Ja, hallo, Entschuldigung. Wir haben hier ein bisschen... Wir waren böse. Ja, ja. Gib er Ruhe. Oh, die kann man nicht mehr töten. Ach, schade. Die konnte man mal töten. Ja, ja, bla, 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 bla. 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 Bla, bla. Gut, wir schauen noch die Lagerfeuerchen an. Oh. Ausdauer.
Tach! Der Kettopriester. Schmied, okay. Boah, du kommst echt gegen menschliche NPCs, kommst du sehr schwer in den Wirbelmodus rein. Aber wenn dieser Wirbelmodus mal da ist, ne? Oh, dann ist aber. Dann ist echt Tod und Verderben angesagt. Ist eine interessante Waffe. Ich glaube, das könnte meine neue Lieblingswaffe werden. Die ist mir irgendwie sympathisch. Super epische Kampfmusik. Super epische Kampfmusik. So. Gut, haben wir hier noch was? Ach nee, da waren wir vorher, oder? Ja, da waren wir ja gerade. Ah, dann haben wir ein anderes Lagerfeuer, glaube ich, noch übersehen, oder? Dann haben wir das andere noch übersehen. Wahrscheinlich. Oder waren wir da auch schon? Drei gibt's ja. Nee. Da, guck mal. Da ist es ja. Aber... Langweilig. Oh, die ist echt. Die ist megamäßig krass, die Axt. So, naja. Also. Leibeigene haben wir jetzt keine bekommen. Aber. Das Schöne ist ja, wir haben hier nur welche drin. Sogar einen der Kettopriester. Den können wir dann gleich in unseren. In unserem Puff backen. So. Gut. Du nimmst auf jeden Fall die zwei. Das krieg ich wieder, mein Lieber. Dann nimmst du wieder den piktischen Langspeer. Und dann gehen wir so langsam aber sicher auch schon wieder heim. Erfolgreich. Mehr oder weniger. Vor allem, weil wir jetzt auch wieder wissen, okay, hier steht ein Rad. Das sind halt so Sachen, wenn man es ewig nicht mehr gespielt hat, dann vergisst man sowas einfach. Aber jetzt wissen wir es ja wieder. Das ist das Gute. Wir haben auf jeden Fall heute einen sehr, sehr strikten und strengen Zeitplan, an den wir uns halten müssen. Deswegen geht es jetzt auch gleich wieder nach Hause. Damit wir auch alle Abenteuerchen durchbekommen, die wir heute vorhaben. Hallo. Hallo. Also, da gibt es jetzt keine großartige Verschnaufpause in der Basis. Da wird jetzt ganz kurz dann gleich alles, sobald wir wieder da sind, abgelegt. Eingelagert. May wird aufgestellt und so. Und dann geht es postwendend weiter. Bauen können wir dann danach noch. Was ist denn hier los? Ich frage mich immer, wer hat hier diese Fackeln aufgestellt? Ja gut, da ist der Dungeon nicht weit weg, ne? Vielleicht waren die das ja. Die hier in diesem wunderschönen Dungeon unterwegs sind. So, jetzt müssen wir wieder den Weg nach oben finden. Das ist immer so ein bisschen... Das ist immer so ein Thema. Deswegen sage ich ja, eigentlich müssten wir hier einen Aufzug konstruieren. Ne? Hier haben wir den Kartenraum. Und eigentlich gehört da ein Aufzug hin. Damit wir nicht immer die komplette Strecke ablaufen müssen. Weil das ist doch ein bisschen ätzend. Na, eigentlich? Nö. Doch nicht? Ich dachte, wir könnten hier hoch. Ja, können wir auch. Ich weiß nur nicht, ob wir so weit hochkommen. Beziehungsweise ob da dazwischen drin mal die Möglichkeit ist, ja, da ist eine Möglichkeit zu stehen. Da sind mehrere Möglichkeiten zu stehen. Hallo Andi. Wir werden von irgendwas attackiert, aber ist egal. Frage ist nur, ob wir das hier schaffen. Nö. Wir nehmen die sichere Route.
Wir nehmen die ganz normale, sichere Route. Das ist gescheiter. Beziehungsweise hier, glaube ich, ist es auch... Hier kommst du auch hoch. Aber wie gesagt, da müssen wir echt einen Aufzug noch hinbauen. Da muss ein Aufzug hin. Vielleicht schaffen wir es in einem der nächsten 10 Runs, die wir hier in dieser Umgebung, Gegend machen. Das wird auch sehr, sehr knapp, ne? Wenn sie da stehen könnte jetzt, was sie nicht kann. Das ist doof, da kommen wir nicht hoch, Freunde. Da brechen wir uns alle Knochen. Super. Also, da muss ein Aufzug hin, du. Na, dann laufen wir halt den normalen Weg. Der Fels ist einfach einen kleinen Ticken zu hoch. So einen ganz kleinen. Na, nicht viel. Das ist gar nicht so viel, was der zu hoch ist, aber gerade so, dass es nicht reicht zum Hochkraxeln. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich gerade den kürzesten Weg laufe. Wahrscheinlich nicht. Aber das macht nichts. Mal gucken, wie es hier ausgesehen hat. Bevor ich in Age of Calamitous meine Basis hier hingerotzt habe. Mensch, so schön. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, krass. Genau hier, Leute. Genau hier. Da haben wir uns angesiedelt. Toll war's. So, dann wandern wir mal hoch in Richtung Kartenraum. Ne, also da bauen wir auf jeden Fall den nächsten Aufzug. Das ist eines der nächsten Sachen. Sobald ich wieder hier bin, kommt da ein Aufzug hin. Hallo Sabriel. Sobald ich hier wieder unterwegs bin, kommt da unter Garantie ein Aufzug hin. Der dann irgendwie... Keine Ahnung. Hier runterführt, da irgendwie so. Ne? Irgendwie, ihr wisst es ja. Kein Stress. So. Jetzt müssen wir gucken, wo wir hin wollen. Definitiv nicht hierhin. Sondern. Das müsste Clails Festung sein. Da war es noch eine Urlaubsinsel, jetzt steht da eine Hotelburg. Genau. Genau so ist es. So, dann machen wir jetzt mal eben alles sauber. Und dann, dann geht's auch schon los zum nächsten Abenteuer. Und das war's auch schon wieder. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Dankeschön für eure Unterstützung. Macht's gut. Ciao.